Liebe Genossinnen und Genossen, vor uns liegen möglicherweise Herausforderungen, Aufgaben, die sich in dieser Dringlichkeit und auch in der Gefahr, dass, wenn wir sie nicht konsequent angehen, sie großen Schaden der Sozialdemokratie zufügen können, in einer Art und Weise, wie wir das vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Deshalb wird es auf jede und jeden von uns ankommen, in dem von Lars zu Recht beschriebenen Erneuerungsprozess seine jeweilige Aufgabe auch zu sehen. Ich möchte als Schatzmeister gerne mithelfen, dass wir auch die finanziellen, die organisatorischen Voraussetzungen schaffen, diesen Weg der Erneuerung gemeinsam zu gehen. Dazu bedarf es auch einer kritischen Analyse. Das Rheinische Grundgesetz beginnt mit dem Satz: Es ist, wie es ist. Und für die Nicht-Rheinländerinnen und Rheinländer will ich sagen, das ist nicht Fatalismus nach dem Motto, du kannst nichts mehr machen, sondern das ist der Aufruf, realistisch auf die Welt zu schauen, wie sie ist. Oder, wie Rosa Luxemburg meinte, wie schon LaSalle sagte, nichts ist revolutionärer, als das zu sagen, was wirklich ist. Wenn das aber so ist, dann möchte ich als Schatzmeister darauf hinweisen, dass wir sehr realistisch auch darauf schauen sollten, was unsere Ressourcen sind und was sie nicht mehr sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele noch Ansprüche haben an das, was getan werden soll, was finanziert werden soll, die eher den Ansprüchen und vielleicht auch den finanziellen Möglichkeiten einer 38%-Partei entsprechen. Aber diejenigen vergessen, dass wir seit 2009 eine 25%-Partei ist, die weniger Einnahmen, die weniger Mitglieder haben. Und deshalb werden wir nicht darum rumkommen, auch Prioritäten zu setzen. Und da müssen wir alle ran. Das will ich betonen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei mir ist das so, in meinem Kreisverband gibt es wunderschöne Ortsvereine in der Eifel. Und diese Ortsvereine sagen, schon die in der Kreishauptstadt bei uns in Düren sind, das sind schon Überstudierte, die keine Ahnung haben. Wir wissen eigentlich nur, wie es im Ortsverein ist. Und die in Düren sagen, es ist ja klar, alles, was falsch läuft, das machen die in Düsseldorf. Und wenn ich in Düsseldorf bin, bei den Kolleginnen und Kollegen der Landtagsfraktion, sind die sich einig, dass die Fehler nur von denen in Berlin gemacht werden. Und die in Berlin, die sagen vielleicht, na ja, wir haben nur 27 Europaabgeordnete, jetzt wollen wir mal nicht alles auf Brüssel schieben. Liebe Genossinnen und Genossen, eins will ich an dieser Stelle sagen. Wenn wir über die Erneuerung sprechen, müssen wir uns alle ändern, muss jeder gewonnene Rituale aufgeben, müssen wir realistisch auf Dinge gucken, und da kommt es auf jeden an. Erneuerung wird nicht gelingen, wenn der jeweils andere auf den jeweils Nächsten zeigt, sondern wenn alle gemeinsam anpacken, liebe Genossinnen und Genossen. Das heißt am Ende auch, dass wir mehr zusammenarbeiten müssen. Wir müssen unsere Kräfte bündeln. Warum sollen wir im Willy-Brandt-Haus viel Geld ausgeben für Forschung, um zu schauen, was entwickelt sich in der Gesellschaft, welche Strategien können wir entwickeln, und gleichzeitig macht das noch jeder Landesverband für sich. Da kann man Kräfte zusammenführen. Warum nutzen wir nicht die Strukturen, die wir schon haben, zum Beispiel auch Service Center, um Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der Fläche von administrativer Arbeit zu entlasten, damit sie sich auf das konzentrieren können, was wir ja machen sollten, nämlich Politik machen. Warum war es so schwer, im Vorfeld des jetzt euch vorliegenden Erneuerungsantrages für mich als Schatzmeister das Wort in diesen Antrag reinzubringen? Ihr werdet feststellen, es ist nicht drin, dass es Zielvereinbarungen geben muss zwischen den Landesverbänden und der Bundespartei, wo man sich auf gemeinsame Ziele einigt und dann auch schaut, wer steuert welche Ressourcen bei. Da wurde mir gesagt, Zielvereinbarungen hört sich so nach Unternehmertum an. Zielvereinbarungen, da könnten die Landesverbände ja denken, wir wollen ihnen irgendwas vorschreiben. Pappalapapp, darum geht es nicht. Wir müssen darüber reden, was die Partei braucht. Dann müssen wir die Kräfte zusammenschnüren. Und dann ist es mir am Ende egal, ob die Ressourcen aus dem Landesverband oder aus dem Etat des Bundesschatzmeisters kommen. Sie müssen nur zusammengelegt werden, weil wir nur gemeinsam stark sind, liebe Genossinnen und Genossen. Applaus
Warum entwickeln wir nicht eine gemeinsame Personalentwicklung aller Kolleginnen und Kollegen, die hauptamtlich für die SPD arbeiten, egal ob es in einem Bezirk, in einem Landesverband oder im Willy-Brandt-Haus ist, die dazu führt, dass das Berufsbild, eine hauptamtliche Kollegin, Kollegen der SPD zu sein, eins ist, das durch tolle Personalentwicklung, durch Qualifizierung, eins ist, wo andere dann sagen, wer bei der SPD gearbeitet hat, gehört zu den Besten oder kann wirklich zu den Besten gehören, und das sind die Leute, die wir brauchen. Das könnten wir schon längst angefangen haben, das haben wir noch nicht getan. Und wenn es eins gibt, warum ich noch mal kandidiere, dann ist es das, dass ich mich dafür einsetzen will, dass wir endlich vom Kirchturmdenken wegkommen, uns wirklich zusammenraufen und die Dinge, die wir zusammen machen können, auch jetzt endlich zusammen tun, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn ich schon von Teamarbeit spreche, dann will ich hier an dieser Stelle sagen, dass ich hoffe, dass wir als Parteispitze auch deutlich machen, dass wir eine große Vorbildfunktion haben. Und ich glaube, ihr erwartet alle, dass endlich die Parteispitze ein wirkliches Team ist und als Team zusammenarbeitet. Und deshalb würde ich mich freuen, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben, dass es in Zukunft nicht mehr so ist, dass eine halbe Stunde nach dem Ende einer Präsidiumssitzung ein Spiegel-Online-Redakteur wortwörtlich zitieren kann, was ich da gesagt habe, und mich fragt, ob das stimmt, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir von Teamarbeit sprechen, liebe Genossinnen und Genossen, dann verstehe ich nicht, warum auch jetzt noch der eine oder andere Kollege, einer aus Hamburg ist ja besonders aktiv vom Seeheimer Kreis, meint, in öffentlichen Erklärungen die Flöcke einrammen zu müssen, wie hart man mit der CDU verhandelt, anstatt endlich mal die Schnauze zu halten und das die Parteispitze machen zu lassen. Und ja, liebe Genossinnen und Genossen, ja, ich kann verstehen, und ich fasse mich da an die eigene Nase und zeige nicht auf andere, warum die eine oder andere Genossin oder Genosse manchmal das Gefühl hat, geht die Parteispitze taktisch mit uns, mit dem Parteitag, mit der Basis um, können wir denen vertrauen. Ja, das kann ich an manchen Punkten verstehen. Aber ich will hier um Vertrauen werben, weil wenn wir uns in eine Misstrauenskultur bewegen, dann fragen sich Wählerinnen und Wähler, warum sie einer Partei vertrauen sollen, die sich selbst nicht vertraut, liebe Genossinnen und Genossen. Auch das müssen wir ändern. Der dritte Satz des Rheinischen Grundgesetzes lautet, es hätte noch immer gut gegangen. Und ich will das auch an dieser Stelle sagen. Wir müssen natürlich realistisch sein gegenüber all den Dingen, die jetzt vor uns sind und wo wir uns keine Fehler erlauben dürfen. Und da ist nicht die Leichtigkeit des Seins angesagt. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, es kann auch nicht sein, dass es mir so geht und vielen vielleicht von euch auch, dass ich mich am 01.01.2015 freue, dass es den Mindestlohn gibt, damit in meinen Unterbezirksvorstand gehe in der 1. Januarsitzung und sage, Mensch, Leute, die Andrea hat es geschafft, obwohl wir mit den Schwarzen regieren, endlich hat Deutschland einen Mindestlohn. Und dann meldet sich die erste Genossin und sagt, ja, ja, das ist schon richtig, aber er ist nur 8,50 und es gibt auch noch bei den jungen Leuten eine Ausnahme. Dann meldet sich der zweite, ja, und es gibt auch noch eine Ausnahme bei den Langzeitarbeitslosen. Also so richtig freuen kann ich mich über den Mindestlohn nicht. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir uns unsere eigenen Erfolge kleinreden und nicht darüber freuen können und sie den Menschen auch entsprechend darbringen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn sie uns nicht wählen. Und deshalb sage ich zum Schluss eins. Wir können auf das, was die Sozialdemokratie geleistet hat, stolz sein. Und vielleicht hilft es auch, wenn in den ein oder anderen Führungsseminaren der Teil Geschichte der Arbeiterbewegung etwas mehr Platz hat als der Teil Rhetorik, damit wir uns endlich mal wieder klar machen, welche große Verantwortung wir tragen und wo wir herkommen und dass wir darauf stolz sein können, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn es jetzt in Verhandlungen geht mit der Union, dann geht es nicht darum,
ob wir denen richtig wehtun, ob wir mit denen einen Deal machen, sondern es muss doch darum gehen, dass wir jetzt sehr klar für die Wählerinnen und Wähler beschreiben, die deutsche Sozialdemokratie wird nur eine Politik machen in diesem Land, mit welchem Partner, in welcher Konstellation auch immer, die ein wirklicher Politikwechsel ist, die dem globalisierten Kapitalismus die Stirn bietet und nicht nur an ein paar kleinen Details es etwas abmildert, sondern, wie es so schön heißt, die herrschenden Verhältnisse auch ändern will. Und wenn das nicht gelingt, weil entweder die Schwarzen das nicht wollen oder Frau Merkel schon so schwach ist, dass sie das gar nicht mehr durchkriegt, dann können wir auch von mir aus in Neuwahlen gehen, aber dann auch, indem wir den Wählerinnen und Wählern deutlich machen, dafür steht die Sozialdemokratie, das wollten die anderen nicht und deshalb ist es richtig, dass wir jetzt ergebnisoffen verhandeln, liebe Genossinnen und Genossen. Ein letztes Wort. Ich glaube, dass ich das als Protestant darf. In seinem ersten apostolischen Schreiben hat Papst Franziskus den Priestern in der katholischen Kirche gesagt, dass er das Gefühl hätte, dass ja eigentlich das Evangelium eine frohe Botschaft sei, nur viele Priester das Evangelium verkünden würden, wie auf einer Beerdigung. Ich glaube, da hat der Papst recht. Und in diesem Sinne, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben eine ganze Menge zu verkündigen, wenn auch nicht das Evangelium. Aber wir wollen diese Welt besser machen. Und dafür müssen wir nicht vor Angst uns für irgendwas in die Hosen machen. Dafür müssen wir nicht taktieren. Dafür müssen wir kämpfen. Und dann haben wir auch wieder Erfolg. Vielen Dank.